Volle Überraschung. Jeder von euch hat auf seinem Platz ein solches Blatt. Und mit so einem Blatt kann man nicht vieles machen. Man kann zum Beispiel auf der Rückseite was schreiben oder auf der Vorderseite. Und vielleicht haben es einige schon verwendet. Wer hat kein Blatt bei sich liegen? Gibt es jemand? Alle haben ein Blatt. Super. Wir haben uns länger überlegt, welches Merchandising-Produkt wir vielleicht im Internet finden für diese Veranstaltung. Und haben uns dann für etwas entschieden, nämlich ein Boot, weil es ja nur ein Boot gibt. Und jetzt hat man das Gefühl, es gibt ja gar nicht so nur ein Boot, es gibt ja 80 verschiedene Boote vielleicht. Ja? Jeder hat dann sein Boot, das er mit heimnehmen kann und von dem er sagen kann, es gibt nur ein Boot. Und das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Also es ist jetzt feinmotorisches Know-how gefragt. Wer hat noch nie irgendwas gefaltet? Hey, das sind ja wirklich begabte Leute. Wow. So, trotzdem habe ich ein Video für uns produziert. Und es kam jetzt im letzten Augenblick sogar noch der Moderator an. Danke, lieber Nahe, dass du so flexibel bist. Hey, danke. Ja, da ist es schon. Okay, und jetzt, ich werde es verbal kommentieren. Die geschickten Hände sind von der Lisa und das Blatt haben wir gedruckt. So, es geht los. Legt das Blatt bitte, kann man schon ablaufen lassen, im Hochformat für euch hin. Das muss man. Ach, willst du keinen Ton? Kein Ton. Entschuldigung, das habe ich nicht gesagt. So, okay. Erster Schritt: faltet das Blatt von euch weg zur Hälfte. Die Schrift soll oben sein, bitte. Das ist wichtig. Ja, das, die sichtbare Schrift soll man sehen. Genau, oben. Jetzt zur Mitte falten. So, noch einmal zur Mitte falten. Du hast sorry, mit der falschen Seite oben gekommen. Danke. So, und jetzt von hier weg. So, okay. Und jetzt wieder auffalten. Es ging also nur um den Falz. Und jetzt habt ihr oben habt ihr die offene Seite und unten die geschlossene. Die geschlossenen Ecken zur Mitte hinfalten von beiden Seiten. Jo, genau so. Schaut aus wie ein Papierflieger, wird aber kein Papierflieger. So, genau. So liegen lassen. Und jetzt von den Rechtecken, die da neben dem Dreieck sind, die obere Seite nehmen, nur die obere, und zum Dreieck hinfallen. Nur die obere, ja. Nur die obere. Ja, schaut das so aus. Und jetzt drehen wir das Ganze upside down und machen dasselbe mit der anderen Rechtecksseite. Wunderbar. Ich habe schon viel unterrichtet, aber Boote falten ist mir noch nicht untergekommen. So, schaut mal kurz raus, wenn es bei euch so ausschaut, seid ihr auf einem guten Weg. Ja, und jetzt vom Rechteck, egal welches, eine Ecke nehmen und nach innen schlagen. Und dasselbe dann auf der anderen Seite. Und reinschlagen. Genau. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Ihr nehmt das Ganze hoch, greift mutig hinein und stülpt es um und legt es wieder hin. Dann wird es ein Quadrat. Achtung. Ja, schaut ihr, seht ihr das? Super. Ja, genau so. Okay, Quadrat. Ja, danke für die Unterstützung. So, und jetzt nehmt ihr eines der offenen Ecken und faltet die Spitze Richtung Spitze, aber nicht bis ganz hinauf, sondern nur etwa 2 cm vom oberen Rand die Spitze entfernt hinlegen und falten. Ja. Dann schaut das so aus. Und jetzt wieder upside down legen.
Und dasselbe mit der Rückseite. Nicht bis ganz hinauffalten, nur 2 cm vom oberen Rand. Das ist doch keine Ecke. Ja. Und jetzt das Quadrat. So halten, dass man wieder hineingreift, wieder aufstülpt und wieder hinlegt. Seht ihr das? Und jetzt ist oben eine Spitze und ihr greift mit der linken Hand mit 2 Fingern die obere Ecke und rechts ebenfalls, Achtung, gleiche Zeit zum Zylinder, und dann mutig auseinanderziehen. Achtung! Jetzt kommt's! Jetzt! Ja! Jetzt sollte ein Boot entstanden sein, das ihr nach Hause nehmen könnt. Findet dafür einen würdevollen, würdigen Platz und erinnert euch an dieses heutige Symposium und diesen ersten Impuls. Männer für Frauen und Frauen für Männer und Menschen für Menschen, der heute von Wien seinen Ausgang genommen hat. Vielen herzlichen Dank.